Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Agri-Care-Workshop. Heute ist der 13. Februar 2023, ein Montag. Und 20 Uhr ist natürlich die beste Zeit, einen Workshop zu besuchen, beziehungsweise für mich, diesen Workshop für Sie abzuhalten. Ich bin auch heute wieder fest davon überzeugt, dass es uns mehr oder minder gelingen wird, durch unsere Informationen an Sie, durch die vorbereiteten Informationen, als auch durch die Beantwortung Ihrer Fragen im Laufe des Workshops, dafür zu sorgen, dass Sie mehr Informationen und Wissen dafür bekommen, Ihre Lebensqualität zu verbessern. Denn mit Agri-Care geht das, das wissen wir. Ich begrüße Sie also ganz herzlich für heute Abend und ich freue mich, hier wieder für Sie da zu sein. Gleich zu Beginn, damit ich es nicht vergesse, Dank an Ehefrau Renate und Tochter Claudia, die mich wieder wahrhaft tüchtig unterstützen. Denn sie können ihre Fragen, die sie im Chat eingeben, für mich aufbereiten, dass ich sie dann lesen kann und ihnen beantworten kann, nachdem ich meine Ausführung getätigt habe. Denn beides parallel, Chat verfolgen und Ausführungen machen, das geht nicht. Wie immer zu Beginn gleich für Sie die Möglichkeit, die Folien, die ich vorbereitet habe, als PDF herunterzuladen. Das können Sie ab jetzt tun und das steht Ihnen die ganze Zeit zur Verfügung. Ich werde noch zwei weitere Dateien im Laufe meiner Ausführungen Ihnen zum Download anbieten. Dann sage ich wieder Bescheid, dass Sie das bitte downloaden würden, wenn Sie doch können. Und mögen natürlich hauptsächlich. So, dann lassen Sie mich die heutige Präsentation starten, heute am 13. Februar. Übrigens ein, finde, Jahrestag eines ganz schrecklichen Vorgehens. In Dresden wurde bombardiert im Zweiten Weltkrieg, also am 13. Februar 1945. Ich selbst habe in Dresden viele Jahre studiert und auch meinen ersten Diplomabschluss dort gemacht. Und zu dieser Zeit, das war in den 1970er Jahren, stand noch vieles im Zeichen der Stadtzerstörung. Und ich habe auch durch Dresdner, die Bombennächte miterlebt haben, viel Berichte gehört. Mich hat das auch sehr interessiert, wie das abgelaufen ist und wie menschenfeindlich das Ganze gelaufen ist. Und ich bin stark befremdet dadurch, dass heute diejenigen, die das beklagen, dass eben durch angloamerikanische Angriffe die Stadt aus meiner Sicht völlig sinnlos zerstört wurde, dieses Elbflorenz, viele Kulturgüter gingen verloren und viele, viele Menschen leben, viel, viel mehr, als sie uns offiziell mitgeteilt werden heute, sind zu beklagen durch diese Bombenangriffe. Und ich wundere mich darüber und finde es überhaupt nicht gut, dass diejenigen Menschen, die das beklagen und anklagen auch, dass die in die rechtsradikale Ecke geschoben werden. Ich finde das nicht richtig, aber so soll wohl die Politik sein. Lassen Sie uns starten. Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Wieder schon was geschafft. So, ich weise natürlich heute selbstverständlich aus aktuellem Anlass darauf hin, dass wir am 11. März 2023 in Storkow, und zwar dort im Palast der Burg, also einem wunderschönen Rahmen, unser fünftes Symposium durchführen. Ja, das fünfte Symposium ist das, was unter der Überschrift Leben ohne Krankheit abläuft. Und wir haben gemeinsam, wenn Sie also möchten, dort teilnehmen, wir haben also dort gemeinsam die Freude, deutsche Kultur zum Anfassen zu erleben, Erdkunde, Naturkunde zu erfassen und natürlich unser Programm zu absolvieren,
Programm, was auch wieder dazu dient, Leben ohne Krankheit zu erreichen. In den Vorträgen, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, und Sie können sich das Programm auch gern anschauen in unserem Shop, in den Vorträgen geht es weit über die Anwendung von Agile Care hinaus. Es geht um Methoden, wie man vorankommt, sein Leben ohne Krankheit zu erreichen. Und das sind alles Methoden, die weitestgehend ohne Risiken einzusetzen sind. Wenn Sie mögen, dann bestellen Sie jetzt schon Ihre Eintrittskarte, denn jetzt ist noch der Vorzugspreis zu erreichen, und zwar über die eingeblendete URL shop.schmerzchen-was-tun.de und dort Downloads, also /Downloads. Ich wiederhole, shop.schmerzen-was-tun.de/Downloads. Dort finden Sie das. Und das Besondere dieser Tagung, dieses Symposiums ist, und ich kenne kein anderes Symposium, was so funktioniert, dass genügend Zeit existiert, Ihre Fragen, die Sie dort offen und frei stellen können, zu beantworten. Also es ist genügend Zeit, das kenne ich sonst von keinem Symposium. Und ganz nebenbei, in dieser wunderschönen Atmosphäre ist auch für leibliches Wohl gesorgt. Also ich kann Sie nur empfehlen, jetzt schon Ihre Eintrittskarte zu kaufen, denn jetzt gilt noch der Vorzugspreis. Ja, diese Übersicht zeige ich immer und gehe kurz darauf ein, was eigentlich bei Agile Care passiert. Wie führt denn Agile Care zur besseren Lebensqualität? Wie kann das passieren? Ganz kurz und ohne dass ich Ihre Zeit allzu sehr beanspruche, und da meine ich genau diejenigen, die das schon kennen. Wir haben einen Sauerstoffmangel in den Zellen. Sehen Sie bitte die linke Spalte. Und diese Energiekrise führt dazu, Sauerstoffmangel bedeutet ja, dass die Mitochondrien keine Energie, kein ATP liefern können. Diese Krise führt also dazu, einen Ersatzstoffwechsel aufzubauen. Dieser Ersatzstoffwechsel hilft, der Zelle überhaupt zu überleben. Zweite Spalte von links. Und wenn der Ersatzstoffwechsel funktioniert, das ist eine alkoholische Gärung, also eine Gärung des Zytoplasmas, dann kommen Mikroorganismen auf den Plan. Mikroorganismen, Viren, Bakterien, Würmer, Pilze, Einzeller. Und die bilden in Dysbalance dort für sie in angenehmer Atmosphäre eine Symbiose zur Erkrankung. Sie fühlen sich dort wohl, weil eben dieses Milieu dort existiert. Sie vermehren sich, sie vervielfältigen sich, sie werden aktiver und bilden eine immer festere Symbiose zur Erkrankung. Jetzt kommen wir zur rechten Spalte. Mit Agile Care zerstören wir über die Frequenzen, die wir entweder über die Elektroden oder über Wasser, was markiert wurde, einbringen, zerstören wir diese Symbiose und geben dem Menschen die Chance, sich zu heilen. Das ist also ein wunderbarer Vorgang. Diesen Vorgang hat erstmals entdeckt Dr. Rife und wir haben das mit Agile Care nachvollzogen und ich denke, wir machen das sehr gut, beziehungsweise mit Agile Care ist eine sehr gute Lösung. Das zeigen uns die vielen Rückmeldungen. Jetzt habe ich unten eingekreist, was ich sonst nicht tue, die Entsorgung des Gifts. Also entsteht im Ergebnis Gift und das muss entsorgt werden. Und heute, Sie werden gleich feststellen in der nächsten Ausführung, warum ich das eingekreist habe. Es geht nämlich um die Randbedingungen. Die Randbedingungen optimal anzustreben, darüber habe ich schon sehr oft gesprochen, ist die Grundlage für einen relativ schnellen eintretenden Effekt, also für den Erfolg, der auch dann anhält. Und diese Randbedingungen optimal anzustreben, darauf möchte ich heute noch einmal eingehen, denn in vielen Telefonaten stelle ich fest, dass es bei einigen Anwendern überhaupt noch nicht angekommen ist, wie bedeutend die Randbedingungen sind, obwohl ich in jedem Workshop zumindest kurzzeitig darauf eingehe, will ich mich heute mal etwas vertiefender damit beschäftigen. Wir haben drei Randbedingungen zu optimieren. Einmal muss die Leitfähigkeit des menschlichen Gewebes ausreichend sein, damit unsere über die Elektroden eingeführten Signale, die Signaturen sind, die genau zu den Mikroorganismen wandern sollen, beziehungsweise durchgeleitet werden sollen, damit die Mikroorganismen eliminiert werden.
Deshalb ist es notwendig, dass erstens die Leitfähigkeit des menschlichen Gewebes ausreichend gut ist. Die haben wir bei Kindern und Jugendlichen bis zum Alter von 20 Jahren nach unserer Erfahrung ausgezeichnet. Aber bei Erwachsenen geht es dann los, dass der größte Teil der Erwachsenen die Leitfähigkeit verbessern muss, damit auch die Erwachsenen erfolgreich sind mit Agilcare. Das war erstens. Zweitens müssen wir für die Weitergabe in das Milieu, dort wo die Mikroorganismen existieren, eine Kommunikationsfähigkeit haben. Das heißt, nicht nur eine Leitfähigkeit, sondern auch, wir müssen auch die Kommunikation dort haben zwischen den Zellen, dass sie die Signale weitergeben bis zu den Mikroorganismen, die, wie ich schon sagte, zu eliminieren sind. Kommunikationsfähigkeit kann man auch nennen Breitbandfähigkeit beziehungsweise Fähigkeit, noch freien Kanäle zu finden, um im Rahmen der doch sehr umfangreichen Signalbedingungen in einem lebenden Menschen dort noch zurechtzukommen und dort noch genügend Freiheit zu haben. Also wir brauchen eine Bandbreite. Diesen Begriff habe ich übernommen auch aus Nachrichtentechnik. Insbesondere finden Sie den Begriff auch bei Internetübertragung. Und drittens dann die Entsorgung der Reste der Mikroorganismen. Denn wir bringen ja die Mikroorganismen zur Eliminierung und zwar in einer wirklich hervorragenden Form, indem die Mikroorganismen unser Vorgehen, sie nämlich zu eliminieren, gar nicht als Attacke auffassen. Das heißt, es ergibt sich dort auch kein Bedürfnis durch die Mikroorganismen, unserem Handeln entgegenzugehen. Im Gegenteil, sie lieben es und gehen sozusagen die Elimination, werden eliminiert, ohne dass sie das als Attacke sehen und ohne dass sie dabei Gegenmaßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel das Erzeugen von Resistenzen. Soweit also zu den Randbedingungen, die optimal sein sollten. Diese drei, ganz wichtig, dass das passiert. Und die Voraussetzungen dafür, hier einmal dargestellt, die erfüllen wir zum Beispiel, nicht zum Beispiel, sondern erstens die Leitfähigkeit des menschlichen Gewebes erhöhen wir, indem wir 20 Minuten, also circa 20 Minuten vor der ersten Anwendung einen Trunk vornehmen. Und deshalb nennen wir dieses erstens auch Randbedingung vor der Anwendung. Zweitens, die Kommunikationsfähigkeit des Milieus steigt mit unserer erhöhten Ruhe und Entspannung. Je ruhiger und entspannter wir sind, desto mehr Bandbreite existiert, damit die Signale auch wirklich weitergegeben werden bis zu dem Ort, bis zu dem Zellverband, wo die Mikroorganismen existieren, die wir erreichen wollen. Das ist zweitens. Und das erreichen wir, indem wir eben zum Beispiel, ich erkläre das gleich noch etwas näher, uns eben dort nicht durch andere Dinge ablenken lassen. Und drittens, wenn wir die Mikroorganismen in großer Zahl, und das passiert in großer Zahl, wenn wir erstens und zweitens gut erfüllen, wenn wir die Mikroorganismen in großer Zahl also eliminiert haben, dann sind die Reste zu entsorgen. Die Reste, das sind Entgiftungen, also die Entsorgung der Reste, das heißt Entgiftung und Ausleitung von Schadstoffen, Schwermetallen und Giften. Das sieht also konkret so aus, dass wir zuerstens, also zur Leitfähigkeit des menschlichen Gewebes, dort den Saft von 2 Zitronen, Apfelessig, gutes Salz und das natürlich alles in einer wässrigen Lösung vorfinden. Und jetzt bin ich so weit, dass ich Ihnen ein nächstes Datei zum Download anbiete, nämlich ab jetzt die Datei, wo genau angegeben ist, wie dieser Trunk zusammengesetzt ist, also das Rezept für diesen Trunk. Und ich kann nur sagen, wenn Sie das abstößt, die 2 Zitronen, Apfelessig, gutes Salz einzunehmen, in Wasser aufgelöst, dann können Sie das eventuell noch etwas verbessern, indem Sie vielleicht ein wenig Honig dazu tun. Dann kann es aber immer noch vielen nicht gut schmecken. Ich kann Ihnen nur sagen, es ist mit Abstand und über zig Jahre haben wir das verglichen und haben auch andere Lösungen versucht zu finden, ist mit Abstand die beste Lösung, die Leitfähigkeit des menschlichen Gewebes für unsere Ziele zu erhöhen. Bei vielen, und bei mir war es auch so, dass ich zuerst diesen Trunk überhaupt nicht herunterbekam und dass ich eben mich dann
selbst überzeugt und überwunden habe, den zu trinken. Vor Jahren war das schon und jetzt macht es mir überhaupt nichts mehr aus. Ich weiß, dass mit dem Trunk dass alles viel, viel besser geht. Und ich weiß auch durch die Rückmeldung von vielen Anwendern, dass wenn Probleme auftreten und derjenige bis dahin nicht diesen Trunk eingenommen hat, dass wenn er sich dann überzeugen lässt, das zu nehmen, dass dann in wirklich weit über 90% der Fälle dann dort der Erfolg eintritt. Das bedeutet, diese Leitfähigkeit zu erhöhen ist wichtig und es scheint so zu sein, dass das mit diesem Trunk, den ich Ihnen ja auch zum Download als Rezept gegeben habe, soeben, dass mit diesem Trunk das möglich ist. Ich will nicht sagen nur möglich, aber wir haben verschiedene Möglichkeiten schon versucht. Ich habe das auch schon mehrfach im Workshop gesagt, zum Beispiel diesen Trunk zu ersetzen durch Kokoswasser oder diesen Trunk zu ersetzen bei alkoholfreies Weizenbier. Und ich kann nur sagen, dass durch keine andere Alternative bisher dieser Trunk übertroffen wurde von der Wirkung. Den vielen, oder vielleicht sind es auch nicht so viele, aber die das bisher vermieden haben und sich beklagen, dass es nicht gut, so gut zurechtgeht, dass sie nicht so gut zurechtkommen, ohne diesen Trunk, empfehle ich, überwinden Sie sich, nehmen Sie den Trunk ein. Er muss nur einmal am Tag genommen werden, ungefähr 20 Minuten vor der ersten Anwendung. Zweitens, die Kommunikationsfähigkeit, das heißt, die Bandbreite, die notwendig ist, um mit den Signalen durchs menschliche Gewebe bis zu den Mikroorganismen zu kommen, um das zu verbessern, zu erhöhen, als wirkliche Voraussetzung, es steht ganz groß rot oben drüber, als wirkliche Voraussetzung für den Erfolg, heißt keine Bewegung, still sitzen, still liegen, nicht die Beine übereinander schlagen, keine Telefongespräche, keine Computerspiele, hier habe ich noch einen Schreibfehler drin, keine Computerspiele, schwerwiegende Gedanken bitte weglassen, Telefonate weglassen, dafür sehen, dass man sich wirklich aktiv entspannt, vielleicht sogar eine Meditation durchführt, vielleicht eine entspannende Musik dabei anhört oder eben autogenes Training durchführt. Das wäre für die Kommunikationsfähigkeit wirklich konkret notwendig und Sie können sich frei entfalten, wenn Sie noch weitere Möglichkeiten sehen, das zu verbessern. Ich habe schon mehrfach darauf hingewiesen, dass ich selbst auch noch den Raum abdunkle, weil ich den Eindruck habe, durch das Licht auch, sagen wir, Informationen von außen zu bekommen, die ich nicht brauche, die mich nur ablenken, die Kommunikationsfähigkeit in dem Milieu, das heißt die Bandbreite verringern. Und deshalb dunkle ich den Raum auch noch ab während meiner Anwendungen. Drittens, Entsorgung der Reste von Mikroorganismen. Wir eliminieren ja die Mikroorganismen durch die Frequenzen, indem die Mikroorganismen beim Anliegen der Frequenzen dort ihren Stoffwechsel erhöhen. Das sind die Mikroorganismen, die einen Stoffwechsel haben. Sie überfressen sich quasi und innerhalb von Sekunden, wenn sie von den Signalen getroffen werden, zerplatzen sie und wir haben dann nur noch die Reste zu entsorgen. Das Zerplatzen geschieht auf der Ebene der Viren etwas anders, aber das will ich hier nicht näher erklären, aber letztendlich bleiben dann auch Reste übrig. Diese Reste beinhalten das, was die Mikroorganismen bis dahin aufgestaut haben und gespeichert haben, kumuliert haben. Und das sind Gifte, Schwermetalle, Schadstoffe. Ich will bloß mal daran erinnern, ich habe das auch schon mal hier erwähnt und will das bloß noch mal wiederholen, dass man zum Beispiel Pilze, also Mikroorganismen, gegen die wir auch vorgehen, dass man Pilze einsetzt im Bergbau, besonders dort, wo man Goldminen hat in Südafrika, dass man dort Pilze anlegt in den Stollen, und die Pilze verwerten aus dem Erz das Gold, speichern das Gold in sich und müssen bloß noch die Pilze geerntet werden und dann hat man reines Gold zur Verfügung. Also das ist eine wunderbare Geschichte. Und damit, sagen wir, in dem Beispiel versuche ich immer zu zeigen, wie eben Mikroorganismen die Schwermetalle, in dem Fall Gold, eben speichern. Und wenn die Schwermetalle in unserem Körper dann eben Quecksilber, Arsen, Aluminium oder andere Stoffe sind, zum Beispiel Gifte, dann
muss das raus aus dem Körper und zwar möglichst schnell. Dazu empfehlen wir das Trinken von sauberem Trinkwasser und Naturzellit 10 Mikrometer. Und bitte nehmen Sie diese Qualität Naturzellit 10 Mikrometer zur Kenntnis. Wir haben uns sehr, sehr viel mit verschiedenen Naturzellit-Stoffen beschäftigt. Und dieser Naturzellit, der da in unserem Shop so bekommen ist, dieser Naturzellit 10 Mikrometer hat die wesentlichen Eigenschaften, nämlich Reinheit und Homogenität der Zermahlung. Absolut gut umgesetzt. Wir haben bis jetzt noch kein besseres gefunden. Deshalb empfehlen wir Ihnen das. Sie sollten bitte nicht davon abweichen und sollten auch den Zeolit in der Form einnehmen, wie wir Ihnen das empfehlen. Und Sie können sich jetzt auch noch zusätzlich die Datei herunterladen, die ja das beschreibt, wie man Naturzeolit einnehmen sollte. Und ich will dabei auch gleich bemerken, man sollte dort die sogenannten Kleinigkeiten alle beachten. Das ist die Form des Löffels, das ist das Form des Schluckens, die zeitlichen Vorgänge, der zeitliche Einsatz am Tag. Das sollte man alles beachten, denn das hat großen Einfluss. Wir wissen sehr, sehr viel über das Gute, was Naturzellit tun kann. Wir können das rückblickend bis zur Antike, also über 4000 Jahre verfolgen, was Naturzellit Gutes kann. Und auch zu Zeiten, als die Welt noch nicht so vergiftet war wie jetzt. Jetzt gehen Sie davon aus, dass auf unserem Erdball täglich pro Kopf, ich wiederhole, täglich pro Kopf 2 Kilogramm Schadstoffe und Gifte ausgeschieden werden von unserem Erdball. Und wir mit größter Mühe dafür sorgen können, dass wir nicht so viel der Gifte aufnehmen. Aber wenn wir bloß ein Millionstel davon täglich aufnehmen, kumuliert das und kann uns schon schädigen und schädigt uns ganz sicher. Deshalb Konzentration auf die Entgiftung und das geht mit Naturzellit 10 Mikrometer ausgezeichnet. Wem diese Entgiftung nicht reicht, der kann sich noch weitere Entgiftung ausdenken. Da gibt es Chlorella, da gibt es auch das, was ich auch selbst einsetze, der häufige Saunagang. Das wirkt über das Schwitzen sehr gut, die Entgiftung. Ja, und ich kann nur sagen, tun Sie das mit großer Konzentration, denn unser Vorgehen mit Agilcare hat, wenn wir die Entgiftung in den Griff bekommen, überhaupt keine Nebenwirkungen, überhaupt keine Schwierigkeiten, überhaupt keine Belastung des Körpers. Also eine wunderschöne Methode der Körperpflege, bloß die Entgiftung müssen wir in den Griff bekommen. Ja, und da wir das in den ersten Tagen, wenn wir Agilcare einsetzen, mit einem großen Befall, also Anfall von zerstörten Mikroorganismen rechnen müssen, empfehle ich ja auch immer, in den ersten 5 Tagen nur eine Anwendung täglich durchzuführen und ab 6. Tag dann sukzessive eine Anwendung mehr möglich, wenn man das möchte. Das ist der Hintergrund dabei und ich bitte Sie, konzentrieren Sie sich auf diese Voraussetzungen, die selbstverständlich nur Voraussetzungen sind, das muss ich sagen. Denn umsetzen muss Ihr Körper das. Er muss also umsetzen, indem Sie sehr gute Voraussetzungen schaffen, die Leitfähigkeit des menschlichen Gewebes, die Erhöhung der Kommunikationsfähigkeit des Milieus und die Entsorgung der Reste von Mikroorganismen. Das muss Ihr Körper dann umsetzen, ich weiß das. Und Sie können den Körper durch die Voraussetzungen dazu sehr, sehr gut unterstützen. Je besser Sie also das schaffen, desto effektiver ist Ihr Vorankommen und desto besser und anhaltender kommen Sie zu verbesserter Lebensqualität. Das sage ich Ihnen einfach aus meiner Erfahrung. Ja, und jetzt möchte ich noch wiederholen, weil auch das letzte Mal habe ich das schon gebracht. Ich möchte es aber auch hier für diejenigen insbesondere sagen, die den letzten Workshop verpasst haben. Sehr, sehr viele Menschen leiden an einer Histaminunverträglichkeit. Und die von mir hier aufgelisteten Anwendungen empfehlen wir und haben sehr gute Rückmeldungen dazu bekommen. Deshalb für alle, die an Histaminunverträglichkeit leiden, diese 4
Anwendungen, die ich jetzt nicht aufzählen möchte, einsetzen. Hier ein Fall einer Anwenderin mit Schmerzen in den Knien, und zwar die Schmerzen über Jahre. Was hat sie eingesetzt? Aufgrund unserer Empfehlung A22, ich wiederhole, A22 ist der Quellencode-Index und die Anwendung heißt Arthritis rheumatische. Zweitens A371, ich wiederhole, A371, Chlamydia pneumoniae, ein von mir sehr häufig genannter Erreger, den wir eliminieren. Und damit tun wir auch Gutes, denn dieser Erreger ist wirklich in vielen, vielen Bereichen für unsere eingeschränkte Lebensqualität zuständig. Deshalb ist er zu eliminieren und mit der A371 geht das. Drittens 10901, ich wiederhole 10901, die Anwendung heißt Schmerzen im Kniegelenk. Die Dame, die die Schmerzen über Jahre hatte, sagte schon nach wenigen Tagen, dass sie lange Wanderungen ohne Probleme durchführen kann. Und sie ist eine, möchte mal sagen, passionierte Wanderin, die gerne mal 15, 16 Kilometer wandert. Und das tut sie jetzt, nachdem sie diese Anwendung durchgeführt hat, einige Tage. Das tut sie jetzt schon ohne Probleme. Ich gratuliere dazu und bedanke mich dafür, dass ich die Rückmeldung bekommen habe und es Ihnen sozusagen jetzt hier weitergeben kann. Eine Anwenderin mit einer Virusinfektion, einer aktuellen Virusinfektion, und da wissen Sie schon, da kann man darauf tippen, dass es der RS-Virus ist. Anwendung, die wir empfehlen, lautet dann A434. Ich wiederhole A434. RS-Virus, der ist zuständig für Schnupfen, trockenen Husten, Niesen und Halsschmerzen. Und diese Anwendung stammt von Hulda Clark, also von Frau Dr. Hulda Clark. Daher stehen diese Initialen HC dahinter. Warum bringe ich diese Sache? Weil das doch sehr, sehr häufig doch schon von mir genannt wurde. Ja, weil das immer noch anhaltend ist, dass viele Menschen unter der Infektion durch das RS-Virus leiden. Und in dem Falle hier, wenige Anwendungen schon brachten das Ergebnis ohne Beschwerden. Auch hier Gratulation und vielen Dank dafür. Und ich weiß, dass viele, viele von Ihnen, meine Damen und Herren, aber auch außerhalb des Kreises derjenigen, die Agilcare anwenden, unter RS-Virus-Infektionen leiden. Denen empfehle ich allen diese Anwendung und wünsche gutes Gelingen. Eine Anwenderin mit Parodontitis, das ist also im Zahnbereich, Zahnfleischbereich, dort eine Entzündung, das Itis, was dahinter steht. Und hier ist wieder ein Verschreiber dabei. Das muss Parodontitis heißen, zur Anwendung A253. Ich wiederhole A253, Parodontitis. Und hier in dem Fall schon nach 2 Tagen ohne Beschwerden. Ich kann nur sagen, weiter so, ruhig noch 3 Tage das anwenden, liebe Anwenderin, die mir das geschrieben hat, damit das auch lange anhält. Ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass ich jetzt nach so kurzer Zeit schon einen Erfolg bei Parodontitis höre. Normalerweise reden wir über 3 bis 4 Wochen Anwendung täglich, bis dieser Erfolg dann da ist, also ohne jegliche Beschwerden. Hier, denke ich, ist es auch dadurch so schnell gelungen, weil die Anwenderin wahrscheinlich die Anwendungen unter optimalen Randbedingungen vor, während und nach der Anwendung durchgeführt hat. Ich unterstelle das einfach mal, denn sonst kann ich mir das kaum vorstellen, dass das so schnell gegangen ist. Also Parodontitis. Ja, und jetzt kommt normalerweise, Sie wissen ja, der Fragenbereich. Ich möchte trotzdem ganz kurz darauf eingehen, dass Sie die Präsentation jetzt auch zusätzlich sehen können auf unserer Homepage. Ich möchte das nicht alles hier vorlesen, nur Sie darauf hinweisen, dass es sich lohnt, diese Folien, die Sie sich heruntergeladen haben, auch noch zu lesen. Ich möchte das hier für diejenigen, die es noch nicht kennen, blättern Sie ruhig in der heruntergeladenen PDF-Datei über diese von mir jetzt eingeblendete Folie hinaus und Sie werden noch interessante Informationen bekommen.